Shakabum Biatch, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist M4Till und heute habe ich ein weiteres Let's Play mit dem RPG Maker 2003. Ein paar Leute werden es von euch schon kennen. So, jetzt mal ein paar Worte zum Spiel. Timensen ist so ein Horror-Adventure-Spiel. Angeblich von Wilder Dudelsack. Aber die Seite, Link in der Beschreibung, wo ich das gedownloadet habe, ist komischerweise irgendwie auf Englisch und ich habe mal ein bisschen durchgelesen, aber nach circa ja, 3 Minuten habe ich keinen Bock weiter zu lesen. So, nun sagen wir mal, Wilder Dudelsack ist der Ersteller. Beginnen wir mal das Spiel. Also Intro kann man nicht skippen. Wenn ihr Bock habt, Alt Enter, könnt ihr einen etwas kleineren Bildschirm machen, beziehungsweise den groß. Ein altes Anwesen in den Wäldern Kanadas sollte der ideale Drehort für einen Horrorfilm sein, könnte man denken. Ja, die Mucke ist schon von Resident Evil, ich sehe schon die Fehler. Meine Freundin Jessica Lynn war als Schauspielerin in der Hauptrolle am Drehort, während ich Mirchi Burton in Toronto blieb. Nach Abschluss der Dreharbeiten in den alten Anwesen wollte sie mit einigen Bekannten diesen Filmteams noch einige Tage verbringen. Wir sehen wie blablabla, Brief, Bescheid sagt er. Ist ein bisschen schnell. Als sie nach 2 Wochen ohne eine Botschaft noch nicht zurückgekehrt war, machte ich mich selber auf den Weg dorthin. Später am Abend erreichte ich mit meinem Wagen das Anwesen. Könnten eigentlich das Intro nochmal neu machen, aber. Also von den Bildern her, aber. würde nicht so viel Sinn ergeben. Ja, toll, jawoll, Resident Evil Musik! Ja, existiert jetzt schon. 2 Minuten nach dem Hochladen kriege ich sofort bei YouTube eine Ermahnung. So, Burton. Oh, wie sieht denn der aus? So, okay, gut, hallo? Ist hier jemand? Kann mich jemand hören? Scheinbar keiner da. Scheint alles ruhig zu sein. Komisch. Ich frage mich, wo Jessica so wie die anderen Leute der Filmcrew sind. Wahrscheinlich irgendwo im hinteren Teil des Gebäudes. Das Anwesen ist ziemlich groß. Ich denke nicht, dass sie mich von hier aus hören können. Ich sollte mich einfach mal ein bisschen umsehen. Das Herrenhaus scheint ohnehin interessant zu sein. Ich kann mir schon denken, dass der ideale Ort ist, um einen Film zu drehen. So, können wir gleich laufen. Ja, wunderbar. Die Geschwindigkeit ist eigentlich so wie immer. Auf der Kiste ist ein Logo und der Schriftzug der Filmproduktionsfirma. Oh Gott, ist das schwer zu lesen. So, was haben wir hier? Oh Gott. 2 steinerne Statuen von Frauen, die gemeinsam eine Art Tablett tragen. Eine kleine Einfassung auf dem Tablett lässt vermuten, dass hier einst ein Gegenstand abgelegen war. Ich merke schon, das Gameplay wird ungefähr so sein wie bei Resident Evil. Ein paar Kisten wohl mit Ausrüstung des Filmteams. Die kann ich jetzt nicht brauchen. Okay, was ist das? Eine Blumenvase, nicht gerade sonderlich interessant. Ich muss mal für den Typen irgendwie eine Stimme finden. So, Borten. Das Bild zeigt dieses Anwesen von außen. Sehr detailreich und realistisch gemalt. Ja, sieht man. Allerdings scheint es schon älter zu sein, da hier in der Vergangenheit mal noch umgebaut wurde, soviel ich weiß. Okay. So, was ist da? Die Schale auf dem Tisch ist leer und der Serviette sind nicht gerade sonderlich. Oh Gott, und die Servietten sind nicht gerade sonderlich. Auf dem Gemälde ist ein Wald abgebildet. Soll wohl die umliegende Region darstellen. Gute Combo, Colombo. So, ja, wo gehen wir denn hin? Boah, was anders. Boah, was lag denn das? Ja, ist ja unglaublich. Das für den Spiel lag mein Rechner. Das ist ja langsam
Sonderbar. Ja, also ich muss schon sagen, die Grafiken sind schon so liebevoll. Eine Ritterrüstung passt sehr zum Ambiente dieses Korridors. Ja, also nochmal zurück zum Grafiken, ist eigentlich schon ganz nice. Weiß nicht, ob die Person das alles einzeln gemacht hat. Okay, gut. So, gehen wir weiter nach rechts. Ein Musikzimmer, interessant. Der Besitzer dieses Hauses früher muss Geschmack gehabt haben. Dass im Kamin ein Feuer lodert, lässt darauf schließen, dass meine Freundin und die anderen hier sein müssen. Sehr gut, dann bin ich nicht umsonst hierher gekommen. Diverse Bücher über große Komponisten wie Mozart etwa. Ich habe aber nicht die Zeit, sie jetzt zu lesen. Dies kann warten. Da kommt sie nochmal selber, ja. Lässt wohl darauf schließen, dass es vonnöten ist. Man kann nichts erkennen, es ist viel zu dunkel draußen. Ich frage mich, ob diese Statue nur Dekoration ist oder einen versteckten Sinn hat. Irgendwie kommt sie mir verdächtig vor. Was haben wir hier? Auf dem Kamin stehen diverse kleine Gegenstände, die nicht unbedingt von Nutzen sind. Das Feuer ist angenehm warm. Tut gut bei der Kälte da draußen. Oh, was ist das? Hä? Okay, wir sehen hier schon einen kleinen Bug. Eine kleine Haarnadel. Wer weiß, vielleicht könnte sie ganz nützlich sein. Ihr solltet sie besser mitnehmen, als ich hier viel anstelle. Haarnadel. Läuft, okay. Oh, sieh mal an. Dokumente, haben wir da irgendwas? Nein. Was können wir da? Oh, speichern. Ja, machen wir Spielstand 1. Können wir anscheinend überall speichern. So, was hier? Oder? Kann ich das? Ja, genau. Also mit Enter und Leertaste könnt ihr dann halt die einzelnen Sachen annavigieren bzw. bestätigen. Verschiedene Bücher mit Noten für Klavier, Sachbücher über Musik, Geschichte und anderes steht in diesem Regal hier. Okay, gut, dasselbe. Ein schönes Klavier, das erinnert mich daran, dass ich schon lange nicht mehr auf einem gespielt habe. Allerdings habe ich momentan nicht viel zu tun, als dich jetzt nachzuholen. Was war das? Hat sich angehört wie ein Schwert oder so etwas ähnliches? Komisch. Okay, dann zeichnen wir schon mal im Kopf eine Karte. Scheint alles noch an seinem Platz zu sein. Was das wohl für ein Geräusch war? Aber egal, es sollte meine Suche fortsetzen. Die Tür hatte sehr massiv im Schloss und ist aus reinem Stahl. Komisch, sowas sieht. Und sonst eher im Tresorraum einer Bank. Auf der Tür ist ein Ritterhelm eingraviert. Der Helm sieht genauso aus wie das in der Statue in diesem Gang. Boah. Ohne passende Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Boah, meine Mandeln, Alter. Boah, was ist denn da los? Boah, bin ich so krank oder? Okay, scheint eine Küche zu sein. Was haben wir da? Ein Schlüssel liegt in der Vitrine. Über das Glas scheint sehr stabil zu sein. Ach Gott, aber das Glas scheint sehr stabil zu sein. Es muss eine Möglichkeit geben, die Vitrine zu öffnen und den Schlüssel herauszubekommen. Ach Mensch, ich finde immer noch keine Stimme. Nur ein Stuhl an der Wand steht. Oh Gott, nur ein Stuhl, der in der Wand steht, nichts Besonderes. Ich würde mal sagen, die Stimme von Yugi würde eigentlich zu der Typen eigentlich ganz gut passen. So, was haben wir da?
Die Kommode enthält nur ein paar kleine, unnütze Sachen. Die Tiger-Trophäe lassen auf einen Jäger als ehemaligen Besitz dieses Hauses schließen. Ja, das scheint auch ein Gewehr zu sein. Was haben wir da für ein Buch? Eine Bibel, die da auf dem Tisch liegt. Ich habe das Gefühl, dass ich die nochmal brauchen könnte. Ich sollte sie besser mal provisorisch mitnehmen. Okay. Ja, guck mal, Schnaps. Kannst dich irgendwann besaufen, oder? Auf dem Tisch liegt diverse Kleinkram, aber leider nichts wirklich Nützliches. Jemand scheint hier ein paar Whiskyflaschen wieder zu haben. Oh. Doch nichts mit besaufen. Die Tür scheint fast von der anderen Seite her verschlossen zu sein. Der einzige Weg, sie zu öffnen, ist wohl der andere Seite zu kommen. Ja, toll. So fällt das schon mal aus. Ja, schauen wir hier. Diverse Bücher über verschiedene Sachgebiete. Ich habe nicht die Zeit, sie jetzt zu lesen. Also ich muss sagen, das Gebäude sieht sehr authentisch aus, auch für diese Grafik. Ein Bücherregal. Es sind hervorragende Geschichtsbücher, so viel ich erkennen kann. Es würde wohl Jahre dauern, alle diese dicken Wälzer zu lesen. Na gut, dann machen wir es nicht. Speisesaal. So, was haben wir hier? Geschirr. Auf dem Tisch stehen einige Teller diverser Größen sowie eine Flasche Wein. Okay, soll es jetzt Schatten sein oder? Bisschen komisch aus, die Füße von ihm. So, kann ich da was machen? So, was haben wir hier? Diese Fenster sind fest verriegelt, was mich auch wirklich überrascht. Die Truhe ist in einem massiven Schloss geschlichen. Das kriege ich so nicht auf. Vielleicht könnte ich das Vorhängeschloss mit etwa einem Hammer abschlagen. Inventar. Ja, okay, gut. Muss wahrscheinlich wirklich ein Hammer sein. Der große Tisch ist für zwei Personen gedeckt. Ich denke aber eher, dass das reine Dekoration ist und keinen wirklichen Sinn hat. Hier wird wohl um die Zeit keiner essen. Ja, wie spät haben wir es denn? 3 Uhr? Morgens? Ja, okay. Eine alte Uhr, die nach wie vor einmal frei funktionieren scheint. Irgendwas scheint mir aber mysteriös an der Uhr. Ich kann nur nicht genau sagen, was es ist. Ja, stecken wir da mal alles rein, oder? Würde nicht Sinn machen. Eine Haarnadel. Ein kleiner Servicewagen, der normalerweise von Kellnern in Restaurants verwendet wird.